Spiel mal mit Tabellenführer. Letzten Endes ist es ein Derby und da haben jetzt die letzten drei Spiele überhaupt nichts mit zu tun. Wir gehen da mit vollen Emotionen rein und wollen genau wie das Hinspiel auch das Rückspiel gerne gewinnen. Wir haben das nächste Spiel vor der Brust und die Konzentration geht einfach da vor dem ganzen neuen Gegner. Und es bringt nichts, da nach hinten zu schauen und zu schauen, was wir jetzt die letzten Spiele falsch gemacht haben. Wir müssen uns auf das Positive besinnen und ich glaube, dass wir aus dem letzten Spiel, gerade aus der zweiten Halbzeit, einige positive Dinge mitnehmen können. Ich erwarte ein ganz, ganz interessantes Spiel, weil der HSV sollte sich tunlichst schadfrei halten die letzten Spiele, weil wenn sie den Weg in die erste Liga gehen wollen, dann müssen sie das auch dementsprechend konsequent tun. Wir haben im Hinspiel im Angriff, weiß ich noch, sehr gut, sehr konsequent abgeschlossen. Das war eine sehr überragende Angriffsleistung. Zusätzlich kam dann halt eben noch die Abwehr dazu, aber primär ging das Hinspiel durch einen sehr starken Angriff an uns. Und ich glaube, dass wir einfach das wieder so konsequent schaffen sollten. Und wenn das uns gelingt, dann bin ich da recht zuversichtlich.